ist eigentlich meine Konkurrenz. Dein Ziel ist es, besser auszusehen wie ich. Mein Ziel ist es, besser auszusehen wie du. Genau. Und ja, jetzt nehme ich irgendeine Hantel und wirf die dir an und dann habe ich einen Konkurrenten weniger. Was geht, meine Damen und Herren? Heute trainieren wir gegen meinen Erzfeind. Ja, eigentlich ist das komplett übertrieben. Wir trainieren aber mit jemandem, gegen den ich bei meinem Wettkampf antreten werde. Also eigentlich meine direkte Konkurrenz. Wieso ich das mache? Einfach aus dem simplen Grund, weil wir sind sportlich, wir sind cool miteinander. Und schlussendlich treten wir zwar gegeneinander an und mein Ziel ist es, ihn zu besiegen. Sein Ziel ist es, mich zu besiegen. Aber trotzdem können wir uns eigentlich nicht sabotieren. Natürlich, er könnte jetzt eine Hantel nehmen und mir auf den Kopf schlagen, wenn wir trainieren. Und dann hat er mich als Gegner ausgeschaltet. Oh, das wäre eigentlich, oh, das wäre nicht so gut, wenn er das macht. Wir hoffen mal, dass er das nicht macht, aber schlussendlich ist Bodybuilding ein Sport gegen sich selbst auch und ich kann nichts machen, was ihm wie schadet oder hilft oder mir einen Vorteil gegenüber ihm gibt, wenn ich mit ihm drehe. Es gibt keine so geheimen Techniken von irgendwas. Vielleicht gibt es das auf einem Olympia-Level, aber da bin ich noch nicht so ganz. Auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen spät dran und ich habe keinen Bock, zu spät zu kommen. Daher wird das Pre-Workout-Meal hier direkt gefinished. Wir haben hier 6 Reiswaffeln, 150 Gramm Hühnchen und 20 Gramm Nut Butter. Das Ganze wird sich reingezogen mit einem Crank Energy und natürlich dem Crank Pump Pro. Denn wenn wir schon neben dem Guten stehen, dann brauchen wir einen guten Pump, weil sonst wird das nicht so cool. Also, ich ziehe mir das Ganze rein und dann geht's ins Training. Und ja, ich esse das Hühnchen mit meinen Fingern. Das ist lecker. Im Gym angekommen, hier die Konkurrenz getroffen. Willst du dich mal vorstellen? Ja, mein Name ist Lorenz Großmann. Ich bin aus Winterthur. Du bist eigentlich meine Konkurrenz. Dein Ziel ist es, besser auszusehen wie ich. Mein Ziel ist es, besser auszusehen wie du. Genau. Und ja, jetzt nehme ich irgendeine Hantel und wirf die dir an und dann habe ich einen Konkurrenten weniger. Dann hast du einen weniger. Aber vielleicht werfe ich sie zurück, ne? Weiß man nicht. Komm doch an, wie gut ich treffe. Machst du das nicht? Aber wir ballern jetzt Push, starten rein mit Schultern und danach geht's weiter an Brust. Genau. Hast du Bock? Und wie? Und wie ist dein Energielevel? Boah, jetzt gerade in der Prep ist sehr low halt gerade, wegen den Kalorien voran. Aber ich denke, jetzt so in deinem neuen Gym jetzt gerade, da werden wir richtig, richtig reingeballert. Ich hab dich nach deinem Energielevel gefragt, nicht nach dem Aufsatz. Low. Ja, das kann ich auch sagen. Ich probiere, ihr wisst ja, ich probiere immer für euch möglichst viel Energie zu haben, möglichst geile Videos zu machen, aber also ich könnte mich jetzt auf den Boden legen und schlafen und es wird gut funktionieren. Aber es wird geballert. Let's go. Also ich persönlich würde sagen, meine Brust ist aufgepumpt. Wie sieht es bei dir aus? Boah, brutal, ohne Witz. Alter, der wirklich? Pump heute ist wirklich stabil. Schön. Ich muss dich jetzt ein bisschen einschüchtern. Aber schon ordentlich, ne? Das ist schon ordentlich. Natürlich auch noch berührt. Wer morgt hier wen, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie sehe ich es zwar nicht richtig, weil wir haben hier keinen Spiegel. Wir gehen jetzt mit dem Spiegel rüber und gucken das Ganze an. Also naja, das Licht hier ist absolut beschissen. Aber scheiß drauf. Chest? Digga, das Licht hier ist wirklich Licht scheiße, ist ne? Richtig mies. Nicht schlecht, nicht schlecht, Alter. Der Boy ist shredded.
Okay, aber wir lassen es bei dem Licht, Digga. Wir lassen es. Wir lassen es. Aber nachher gibt es einen richtigen Pumpcheck. Yes. Jetzt wieder weiter trainiert, Alter. Aber dir, die Apps kommen auch gut, ne? Muss ich sagen. Danke. Bei beiden. Let's go. Komm jetzt! Auf! Yes! Come on! Push! Alter, geil! Come on! Wie in jedem Training gibt's jetzt hier Intra-Workout, die Aminos, einfach um die Gains maximal zu safen. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, außerdem schmeckt es ultimativ geil, vor allem den Geschmack Orange Candy. Riech mal dran. Boah, ist brutal. Ohne Witz, das geht voll intens. Jetzt ehrlich meine, findest du richtig geil oder nicht so? Doch, ist geil. Wie findest du es? Ich liebe den Geschmack, Alter. Okay. Ich liebe den Geschmack so sehr. Ne? Der Scheiß wird jetzt auf jeden Fall reingezogen, um den Muscle Breakdown ein bisschen vorzubeugen, damit die Gains safe sind. Denn ja, unsere Muskeln sind sehr anfällig darauf, so ist verloren zu gehen in der Diät, weil wir haben ja sehr wenig Kalorien und alles. Daher safen wir das Ganze. Der Boy hier will mir jetzt einfach meine Aminos abziehen, oder? Sagst du? Lass aber wir geben dir mal einen Scoop. Dann kannst du auch noch einen Taste-Test geben, nicht nur von Riechen her, sondern auch wie das Ganze schmeckt. Ne? Bin gespannt auf dein Feedback und lass dir die Game schmecken. Obwohl, eigentlich ist er nicht schlau. Ich hilf hier gerade meiner Konkurrenz. Gib mir das Ding zurück. Gott, nein, nee, das ist mir. Das ist mir, ja. Und ich will jetzt wirklich ein ehrliches Rating von dir. Also nicht einmal sagen, es schmeckt dir. Wenn es dir nicht schmeckt, dann sag, du findest Scheiße. Boah. Ohne Witz. Verdammt lecker. Echt geil. Ehrliche Meinung von mir. Ungelogen, das hat so geskriptet gewirkt und sowas vom Boah. Fake. Oh, so krass. Ah, hier deine 10 Euro. Nee, echt geil, ohne Witz. Und doch. Ist geil. Ohne Witz. Und mit dem Coach Jeremy kriegt ihr darauf maximalen Rabatt. Außerdem unterstützt ihr mich und meine Wettkampfvorbereitung auch damit. Also Kussliebe geht raus an alle, die den Code benutzen. Top 10 Radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, 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 we on your radar. Look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you see me if you looking up. I don't really talk too much, I show them run the numbers up. Lucky that I'm strong enough, I'm going off, they know what's up. Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss, dog, and that's on occasion. Yeah, 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 we on your radar. Yeah, 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 we on your radar. Yo, I know God got his hand on me. I'm exactly where I'm supposed to be. So when they know my name overseas, that is something God oversees. Living life, they think it's make-believe. It ain't magic, nothing on my sleeve. Never noticed what you had to give, but want a piece of what you do receive. Der Shit, auf den ihr alle gewartet habt, wie sehe ich neben meiner Konkurrenz jetzt wirklich aus? Ausziehen. Ausziehen. Und du das gleiche, oder? Ja. Yeah. Safe. Sieht nicht schlecht aus, Alter. Ja, danke, danke. Ihr schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung, euer Rating in die Kommentare. Yes, zu mir, unbedingt. Aber auch zu dem Boy. Und ihr könnt auch sagen, wer eurer Meinung nach jetzt hier das besser aussieht, Battle oder? Gewinnt. Wir haben noch gar keinen neuen Bizeps gemacht. Na komm, machen wir noch. Hab ich gefreut? Ohne Witz. War geil. Geiles wirklich. Training. Wirklich. Ah, ich würde sagen, möge der bessere gewinnen, aber ich will dich auseinandernehmen und du willst mich auseinandernehmen. Safe, safe. Wir lügen hier nicht rum, wir labern keine Scheiße. Aber ich wünsche viel Erfolg. Das will ich dir ich auch. Wünsche einen guten Peak. Danke, danke. Und wir sehen uns auf der Bühne. Das werden wir. Ey, hau rein und viel Power und viel Glück. Ohne Witz, in den nächsten zwei Wochen. Kuss geht raus. Geil. Peace out. Mic drop. Ich hab kein Mic. That is home. Ja, geil, geil.